Die Ninotaku Anime News werden euch präsentiert von Die mit dem Teufel tanzt. Die Anime News der Woche mit einem konkreten Startdatum von Solo Leveling, der bereits vierten Staffel von Demon Slayer, einem neuen Detektiv Conan Compilation Movie und vielen weiteren Themen. Passend zu meinem neuen Sponsoring verschenke ich auf all meinen Social-Media-Kanälen, sprich Twitter, Facebook und Instagram, je 2 Double-Packs mit Volume 1 und 2 von Die mit dem Teufel tanzt. Die Links findet ihr in der Infobox. Dann bleiben wir doch direkt beim eben angesprochenen Titel, denn die Anime-Adaption von Die mit dem Teufel tanzt steht für die Winterseason in den Startlöchern und wurde nun auch mit einem neuen Trailer und einem konkreten Termin ausgestattet. Demnach debütiert die Serie Stupid Angel Dances with the Devil am 8. Januar im japanischen Fernsehen und im deutschen Simulcast bei Crunchyroll. Der Anbieter Ultraverse stellt im Januar hingegen das 15. Manga-Volume in die hiesigen Händlerregale. Darum geht's. Um die faulen Dämonen für den Kampf gegen die in der Hölle einfallenden Engel zu motivieren, soll der Dämon Masatora auf der Erde ein menschliches Idol finden. Bereits kurz nach seiner Ankunft trifft er auf die bezaubernde Lily und ist davon überzeugt, dass sie die Richtige ist. Was er nicht weiß, Lily ist in Wahrheit ein Engel, der in die Menschenwelt geschickt wurde, um Agenten aus der Dämonenwelt das Handwerk zu legen. Die mit dem Teufel tanzt, schubst euch auf erfrischend humorvolle Art in den Kampf zwischen Engel und Teufel, Himmel und Hölle. Wir bleiben auch für die nächsten Meldungen in der Winterseason und beim Anbieter Crunchyroll. Los geht's mit dem wohl prominentesten Januar 2024 Starter. Die Rede ist natürlich von der lang ersehnten Anime-Adaption von Solo Leveling. Wie man nun offiziell bekannt gab, startet die Serie vom Studio A1 Pictures am 6. Januar. Zur Einstimmung zeige ich euch hier den neuen Trailer samt Ending-Song Request. In seiner Urform erscheint Solo Leveling in Deutschland beim Anbieter Ultraverse. Ebenfalls beim Ultraverse Verlag erscheint die Manga-Reihe A Sign of Affection, die nun in der Winterseason eine Anime-Umsetzung erhält. Zur Adaption wurde vor wenigen Tagen ein neuer Trailer enthüllt, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Die Romance-Serie findet auch ihren Weg nach Deutschland. Ab dem 6. Januar zeigt Crunchyroll den Anime unter dem Titel Ein Zeichen der Zuneigung im Simulcast. Kommen wir nun zum brandneuen Trailer der Anime-Serie Meichi Gekken 1874. Bei dem Titel, der von einem ehemaligen Samurai erzählt, handelt es sich um einen Crunchyroll Original Anime, der am 14. Januar im japanischen TV einfällt. Und logischerweise bei Crunchyroll. Erstmals wurde die Serie zusammen mit 6 weiteren Crunchyroll Originals im Jahr 2020 angekündigt. Nächster Winterseason-Anime, nächster Simulcast. Crunchyroll sicherte sich auch die Rechte an der anstehenden Silverlink-Serie Sasuke and Peeps, die am 5. Januar aufschlagen wird. Dies gab man nun bekannt. Hier seht ihr den neuen Trailer, der den Ending-Song der Comedy-Serie vorstellt. Die Umsetzung der gleichnamigen Light Novel startet mit einem einstündigen Special und handelt von dem Büroangestellten Sasuke und seinem gefiederten Haustier, ein Spatz, der sich als wiedergeborener Weiser aus einer anderen Welt entpuppt. Keep
Your Fire Burning, so der Name des Ending-Songs der bevorstehenden Anime-Serie The Unwanted Undead Adventurer. Der Musiktrack wurde im Zuge eines neuen Trailers und der Bekanntgabe des genauen Starttermins des Animes enthüllt. So feiert die Studio Connect-Produktion ihr Debüt am 8.1. in Japan und wird hierzulande im Simulcast bei Crunchyroll gezeigt. Dann begleiten wir Protagonist Rent auf seiner Reise zurück ins Land der Lebenden. Ebenfalls am 8.1. nehmen die Piloten aus Sinduality Noir erneut Platz in ihren Necks für den zweiten Part der Serie. Dies gab man nun offiziell bekannt. Der 12 Episoden umfassende erste Teil wurde beim Anbieter Disney Plus mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Streamingdienst schnappte sich auch die Rechte an der Fortsetzung und zeigt die neuen Folgen dann erneut exklusiv im Simulcast. Apropos Fortsetzungen. Wie man nun von offizieller Stelle kommunizierte, startet die zweite Staffel der Serie Tsukimichi Moonlight Fantasy am 8. Januar im japanischen Fernsehen, wird in zwei Kurs aufgeteilt und 6 Monate am Stück ausgestrahlt. Den neuen Trailer zeige ich euch hier. In dem Video hören wir erstmals das Opening des Isekai-Animes namens Utopia. Der Streaming-Anbieter Crunchyroll zeigt die zweite Season, ähnlich wie den Vorgänger, erneut im Simulcast. Bleiben wir bei den Sequels, denn auch die Serie Bottom-Tier-Character Tomozaki wird im Januar mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Wie die Verantwortlichen nun bestätigten, werden die 9 Episoden ab dem 3.1. in Japan ausgestrahlt. Das hier ist der neue Trailer und das hier das Ending. Die zweite Season der Romcom wird in Deutschland bei Crunchyroll im Simulcast gezeigt. Hier gibt's auch die 12-teilige erste Staffel. Und gleich noch eine Fortsetzung. Das Team hinter der Serie The Dangers in My Heart ließ nun die Katze aus dem Sack und das Release-Datum auf die Fans los. Demnach feiert die Fortsetzung im Rahmen einer zweiten Staffel ihre Premiere am 6. Januar. Ähnlich wie die Vorgängerseason seht ihr auch das Sequel bei den Anbietern Akiba Pass TV und Amazon Prime Video im Simulcast. Natürlich kommen auch Isekai-Anhänger im Winter erneut auf ihre Kosten. Unter anderem mit der Serie The Wrong Way to Use Healing Magic. Die Handlung verläuft entsprechend genretypisch. 3 Leute werden in eine andere Welt teleportiert, einer von ihnen entpuppt sich als vermeintlich talentlos, verfügt dann aber doch über ordentlich Power. Im Hintergrund zeige ich euch Ausschnitte aus dem neuen Trailer. Die Serie startet am 5. Januar im japanischen TV. Auch dieser Titel erwartet euch beim Anbieter Crunchyroll im Simulcast. Auch das renommierte Anime-Studio Bones schickt zur Winterseason eine neue Serie ins Rennen, zu der es nun neues Trailer-Material gibt. Die Verantwortlichen des Animes Metallic Rouge gaben nun bekannt, dass der Titel am 10.01. durchstartet. Das eben angesprochene neue Video enthüllt auch den Theme-Song Rouge. Der Science-Fiction-Anime, der von einer Koexistenz zwischen Menschen und Androiden handelt, reiht sich ebenfalls in den Crunchyroll-Simulcast-Katalog ein. Metallic Rouge. Wie gewohnt debütieren im Rahmen der bevorstehenden Anime-Winterseason natürlich auch diverse Filme. Wie nun bekannt wurde, startet am 5. Januar ein neuer Detective Conan Compilation-Movie zur Serie in den japanischen Kinos. Der Abendfüller trägt den Namen Conan vs. Kid the Phantom Thief und besteht aus überarbeiteten Episoden des TV-Animes.
Neben all den bereits thematisierten Winter-Season-Serien sickern auch schon die ersten Infos zur 2024er Spring-Season durch. In diesem Rahmen feiert auch die Anime-Adaption der Light Novel Remonster ihre Premiere. Hier zeige ich euch den neuen Trailer. Der Titel vom Studio Dean begleitet Protagonist Tomokui, der nach seinem Tod als Goblin in einer Welt voller Monster und Magie wiedergeboren wird. Los geht's im April nächsten Jahres, auch bei uns, und zwar im Simulcast bei Crunchyroll. Im Laufe des nächsten Jahres erwarten uns wie gewohnt auch neue Staffeln echter Hochkaräter. So etwa die vierte Demon Slayer Season. Wie man nun bekannt gab, erscheint die Adaption des Hashira Training Arcs im Frühling 2024. Bereits im Februar wird zudem ein neuer Compilation Movie in Japan veröffentlicht, der die letzte Episode von Staffel 3 und die erste Folge der neuen Season zusammenfasst. Der Film soll im Anschluss in über 140 Ländern gezeigt werden. Nicht weniger prominent ist die Anime-Serie My Hero Academia, die, wie nun verkündet wurde, ebenfalls im Frühling 2024 fortgesetzt wird. Und zwar mit der bereits siebten Staffel. Einen Trailer gibt es noch nicht, weshalb ich euch an dieser Stelle ein paar Szenen aus Season 6 zeige. Neben der siebten Staffel befindet sich derzeit auch ein vierter Kinofilm zum Franchise in der Produktion. Dieser wurde jedoch noch nicht mit einem Release-Datum ausgestattet. Ich bleib für euch dran. Die Macher des Animes Anohana werkeln an einem neuen Original-Anime-Movie namens Furero, zu dem nun ein erster Teaser veröffentlicht wurde. Der Coming-of-Age-Film ist in Tokio angesiedelt, handelt von einigen Kindheitsfreunden, die auf eine mysteriöse Kreatur treffen und soll im Laufe des Jahres 2024 debütieren. In meiner letzten News-Ausgabe äußerte ich die Vermutung, dass mit dem französischen Streaming-Dienst ADN ein neuer Anbieter in Deutschland Fuß fassen möchte. Genau das ist nun tatsächlich eingetroffen. Noch ist das Angebot von Animation Digital Network recht überschaubar und stellenweise löchrig. Jedoch muss man dazu sagen, dass es bislang auch noch keine offizielle Ankündigung oder Pressemitteilung zu dem neuen Streaming-Portal gab und die deutsche Seite mit einer Beta-Kennzeichnung versehen ist. Abos können dennoch bereits abgeschlossen werden. Bis die Plattform und das vollständige Angebot final steht, wird es aber sicherlich noch einige Monate dauern. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Apropos Streamingdienste: Netflix holt zum Hole-in-One aus und bereichert seinen Anime-Katalog um die Golfserie Rising Impact. Dabei handelt es sich um die Umsetzung des gleichnamigen Mangas von Nakaba Suzuki, den man vor allem durch den Titel The Seven Deadly Sins kennt. Sein Style ist im Ankündigungstrailer kaum zu übersehen. Los geht's im Juni 2024, während im August nächsten Jahres die zweite Staffel nachgereicht werden soll. Laut der offiziellen Netflix-Webseite wird der Katalog des Players schon bald um SAO-Nachschub bereichert. Demnach steht der 23-teilige Anime Sword Art Online Alicization War of Underworld ab dem 1. Januar zum Abruf bereit. Und zwar wahlweise mit deutscher oder japanischer Tonspur. Die Vorgängerstaffel Alicization steht bei Netflix ebenfalls zur Verfügung. War of Underworld. Nachdem ich euch im Laufe der Sendung bereits 10 bevorstehende Crunchyroll-Neuzugänge vorgestellt habe, blättern wir im heutigen Highlight der Woche gleich nochmal im Crunchy-Katalog. Denn der Anbieter hat über die Winter-Season-Ankündigungen hinaus bereits weitere Serien enthüllt, die dann im Laufe des nächsten Jahres zum Abruf bereitgestellt werden. Ich zeige euch nun die Neuverpflichtungen in einem kleinen Mash-up. Viel Spaß! We'll be right back.
waren die wichtigsten Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Ninotaku Anime News wurden euch präsentiert von Die mit dem Teufel tanzt.